Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Es ist Freitag und Freitag, weißt du ganz genau, habe ich immer total spannende Menschen vor mir sitzt gerade, also per Zoom, ein total spannender Mensch, die mich jetzt schon sehr lange begleitet und ich musste gerade so lachen, weil sie sich gerade noch mal ins Licht gesetzt hat. Jetzt strahlt sie noch mehr. Ja, ich habe hier bei mir jemand, der mich wirklich in meiner Vergangenheit begleitet hat, von dem ich lernen durfte. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Und ja, wo ich sehr froh bin, dass du Teil meines Lebens bist. Hallo, Somi. Hallo, Jan. Das hast du aber sehr nett gesagt. Dankeschön. Habe ich nicht erwartet. Somi, wer bist du und wie viele? Ich fange an mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin Somi. Ich wohne im Ruhrgebiet in Bochum. Ich bin 46 Jahre alt und ich arbeite hauptberuflich als Pressereferentin für einen Sozialverband. Ja, kennengelernt haben wir uns, weil ich für dich schreiben durfte. Ich habe das in ein, zwei Podcasts irgendwann auch schon mal erwähnt, also was ich da gemacht habe, aber ich durfte für dich schreiben. Und ich durfte dich begleiten. Ja, ganz genau. Ich durfte so ein bisschen satirisch, humoristisch als Casanova über Frauen schreiben. Du hattest damals einen Blog, wo es so eine Lifestyle-Geschichte und ich habe da mir als Mann Gedanken über Frauen gemacht. Das war sehr witzig. Geschichten erzähle ich immer wieder gerne, was ich da alles erlebt habe. So haben wir uns kennengelernt, oder? Genau. Ich glaube, wir hatten gemeinsame Bekannte und ein gemeinsames Netzwerk und darüber haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. So hundertprozentig weiß ich das auch nicht mehr. Kann mich eher an unsere gemeinsame Zeit dann erinnern, was wir so zusammen gemacht haben, auf die Beine gestellt haben. Wir hatten Spaß. Ich finde, toll zusammengearbeitet. Mhm, aber. So, und im Moment, neben deiner karitativen Tätigkeit, schönes Wortspiel, nein, also neben deiner Pressereferentenarbeit hast du auch einen Foodblog. Nennt sich Miss Soul Food. Soul Food, also Seelenfutter oder Soul, also aus Seoul kommendes Essen? Oder ist es beides? Genau, in der Bedeutung beides. Das ist natürlich auch ein kleines Wortspiel, ist natürlich auch so gewollt. Es geht natürlich um Seelenfutter. Essen ist immer Seelenfutter, meiner Meinung nach. Und es geht aber auch um tatsächlich die Stadt Seoul, beziehungsweise ist das ein Hinweis auf das koreanische Essen und die Rezepte und die Ernährungsgewohnheiten, die kulturellen Eigenarten. Ja, das fasst das Wort Soul Food hoffentlich zusammen. Okay, kulturelle Eigenschaften. Was ist denn das größte Schockerlebnis für jemand, der aus Korea kommt, der hier zu uns nach Deutschland kommt? Keine Ahnung. Also da ich selber ja diese Erfahrung nie gemacht habe, okay. Ich bin ja nie aus Korea hierher gekommen, also das war lange vor meiner Geburt, kann ich da leider aus eigener Erfahrung gar nicht so viel sagen. Ich kann nur eine vielleicht ganz nette Anekdote erzählen. Meine Eltern sind ja vor fast 50 Jahren mittlerweile nach Deutschland eingewandert, vor meiner Geburt. Und was macht man so als junger Mensch in Deutschland? Eine der ersten Sachen, die man tut, man geht in den Supermarkt und guckt, was gibt es denn hier so zu essen? Weil essen müssen wir alle und auch in einem fremden Land. Und da geht man am besten in so einen Lebensmittelmarkt. Und mein Vater war total begeistert. Er hat nämlich Dosenfleisch gefunden und fand das mega spannend, hat sich sehr gefreut, hat das mitgenommen. Und rate mal, wonach er diese Dose ausgesucht hatte. Nach dem Label, ich würde mal sagen Farbe. Nicht ganz, ja, auch natürlich. Ich kann es vorwegnehmen nach dem Bild. Okay, was war drauf? Wollte ich gerade fragen, was war wohl auf diesem Bild zu sehen? Fisch. Fast.
Ein Schwein. Na, näher dran, ja. Okay, ich bin mal provokant. Ein Kindergesicht? Hund. Ein Hund. Ein okay. Hund. Mein Vater sagt, oh, Hundefleisch ist eine Delikatesse, sehr, sehr teuer in Korea und hier so günstig. Dann nehme ich das mal mit. Und ja, erst viel später hat er dann erfahren, das war gar kein Hundefleisch, das war Fleisch für Hunde. Ja. Weil er konnte sich halt damals noch nicht vorstellen, dass man in einem Supermarkt, wo ja eigentlich Lebensmittel für Menschen verkauft werden, dass da Tiernahrung verkauft wurde. Okay. Und dann hat er das so ein bisschen verwechselt und mittlerweile findet er das selber auch sehr, sehr lustig. Und aber er hat wirklich gedacht, er hätte Hundefleisch in Dosen gekauft. Und hat sich damals sehr gefreut darüber. Das, siehst du, und schon ist der Blickwinkel, ne? Man kann Dinge von verschiedenen Blickwinkeln aus einen ganz anderen Sinn geben, oder? Ja, ich fand das jetzt nicht unlogisch. Ne? Ich meine, wenn ich, weiß ich nicht, Thunfisch in Dosen kaufe, ist da auch, glaube ich, sowas Fischähnliches zumindest zu erkennen. Und ich komme da nicht unbedingt auf die Idee, dass das Futter für Fische sein könnte. Das ist eine schöne Sache. Jetzt lebst du hier in Deutschland, jetzt seit deiner Geburt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du so ein bisschen Verlagswesen auch dann untriebig warst. Also, dass du dich so ein bisschen mit Zeitschriften, Verlag, redaktionelle Arbeiten und solche Sachen auskennst. Ist das, bin ich dann auf der richtigen Spur? Ja, klar, auf jeden Fall, weil ja, da komme ich halt her beruflich. Ich habe nach dem Studium für einen ja, Zeitungsverlag gearbeitet und habe dann irgendwann auch meinen eigenen Blog aufgelegt. Im Rahmen dessen hatten wir uns ja auch kennengelernt. Mittlerweile habe ich die Seiten gewechselt, kann man so sagen. Also ich arbeite nicht mehr für einen Zeitungs- oder Zeitschriftenverlag, sondern eben für die andere Seite, die Zeitungen, Zeitschriften beliefert mit ja, eigenen Texten. Jetzt könnte ich natürlich fragen, was macht dir mehr Spaß? Aber das, darum geht es ja gar nicht. Was hast du gelernt in deinem Leben, wenn es darum geht, als Redakteurin zu arbeiten? Was war das wichtigste Learning? Learning. Heute ist Montag, ne? Wenn ihr grau, ist das super. Erste Mal wieder arbeiten dieses Jahr. Also, was war dein größtes Learning? Mal überlegen. Ich weiß nicht, ob das mein größtes Learning ist oder war, aber eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich sehr gerne gemacht habe und die ich eigentlich immer noch mache und ich hoffe, in Zukunft auch noch was weiter machen kann. Für mich ist das Ganze ganz eng verbunden mit dem Erzählen von Geschichten. Das habe ich ja gerade eigentlich schon getan. Ich habe eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählt, zusammen mit meiner Herkunft, ja, mit meiner Familie. Und ja, für mich ist das Zeitungsmachen, Zeitschriftenmachen ganz stark verbunden mit dem Erzählen von Geschichten. Nicht nur lustigen, auch ernsthaften, auch ja, wichtigen Geschichten. Wahrscheinlich gibt es auch gar keine unwichtigen Geschichten, davon abgesehen. Aber das ist für mich so ein bisschen die Essenz des Zeitungsmachen, Zeitschriftenmachen. Erzähle eine Geschichte, eine gute Geschichte, die auch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt. Was macht für dich eine gute Geschichte aus? Eine gute Geschichte. Sie muss natürlich interessant sein. Sie muss spannend sein. Spannend im Sinne von nicht langweilig. Sollte auf jeden Fall auch informativ sein. Und im besten Fall nicht unbedingt moralisieren, aber ja, zum Nachdenken anregen und vielleicht auch neue Lebenswelten oder überhaupt neue Welten eröffnen. Und ja. Ja, jetzt hört uns beiden jemand zu, der sagt, boah, so mit Geschichten erzählen habe ich mich ja noch so gar nicht beschäftigt. Damit möchte ich anfangen. Was würdest du jemandem sagen oder welchen Tipp hättest du auf Lager für jemanden, der sagt, ich möchte spannende, interessante Geschichten erzählen, wo Menschen drüber nachdenken oder auch mal lachen, damit ich nicht immer so monoton bin oder dass ich nicht immer den Eindruck habe, die Menschen würden sich in meiner Gegenwart langweilen. Eine Sache, die wahrscheinlich jeder Mensch, Privatmensch oder eben halt auch Unternehmer
unterschätzt. Jeder kann Geschichten erzählen. Also jeder verfügt über Geschichten in seinem Leben, die erzählenswert sind. Ist natürlich auch ein bisschen Sache der Technik. Wie baue ich das Ganze auf? Welches Thema suche ich mir heraus? Aber die meisten Menschen unterschätzen tatsächlich, dass ihr ganzes Leben, sowohl privat als auch beruflich, geschäftlich, voller Geschichten besteht. Es geht darum, sie zu heben, sie zu finden und sie natürlich dann auch gut zu erzählen. Aber ja, man hat eigentlich einen riesigen Schatz an Geschichten in sich. Man muss sich nur trauen, ja, sich zu heben. Ja, das finde ich ein spannender Gedanke, denn ich kenne ja viele Menschen, die sagen, sie sind bescheiden und ihr Leben ist ja gar nicht so wichtig. Und sie würden ja auch gar nicht so ein interessantes Leben führen. Wenn ich mit so einer Einstellung daran gehe, wird es natürlich ein bisschen schwieriger, eine spannende Geschichte zu erzählen. Da hast du recht. Ja. Das ist eine Einstellungssache, ja. Ja, so und... Du sagst jetzt, jeder Mensch hat was zu erzählen. Wir haben alle eine Geschichte. Ja, mehrere. Mehrere, ja. Ja, mehrere. Ne? Bist du der Meinung, dass gerade jemand, der sagt, boah, ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, mein Leben ist gar nicht so spannend, dass gerade die Menschen sich mal mit Geschichten erzählen und ihrem eigenen Leben noch mehr befassen sollten? Also ich bin jetzt keine Therapeutin, aber was jetzt so meine Lebenserfahrung, meine Menschenkenntnis mir dazu sagt, ist, ja, vielleicht sollten gerade diese Menschen, die sich selber vielleicht ein bisschen unterschätzen und in Anführungsstrichen auch zu bescheiden, vielleicht auch falsch bescheiden sind, dass die das meistens gar nicht nötig haben und dass gerade diese Leute vielleicht sogar die besten Geschichten haben. Ja, du, das finde ich aber gerade ganz wichtig, dass du das sagst, gerade weil du keine Therapeutin oder Coach bist. Ich habe ja ganz häufig Menschen mit Coaching-Hintergrund bei mir im Podcast. Und ja, ich finde es einfach mal wunderbar, dass jemand, der so auf dem Weg ist wie du, denn dein Leben ist ja auch eine, das ist ja so eine Geschichte, die wie so ein Stammbaum aufgebaut ist. Dann verästelt sich mal hier was und dann verästelt sich mal da was und dann kommt so ein Ast, der dann mal so ganz quer geht, weil als ich dich gefragt habe, ja, was ist so das Thema, wo willst du hin in diesem Podcast, wo willst du dich präsentieren, kamen wir ja beide dahin, dass du eigentlich gar nicht hier sagen kannst, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt jenes, da bin ich angekommen und das ist etwas, wo man mich fragen kann oder wo man mich buchen kann, sondern du bist ja mitten in deinem Weg zu deinem Ziel. Und erlebst dadurch natürlich Geschichten. Und deswegen finde ich das so toll, dass du das sagst, denn ich habe manchmal, also mir geht das so, ich weiß nicht, ob es meinen Hörern so geht, aber jedes Mal, wenn ich dann jemanden so sitzen sehe, der irgendwo drin einen Abschluss hat und sagt, da musst du aber drauf achten, wo ich dann sage, ja, super, ja, dann will er mich wieder belehren. Du erzählst es aus deinem Leben heraus, weil du bist ja, an sich bist du eine lebende Geschichte. Ist jeder von uns, würde ich mal so sagen. Das klang jetzt alles total super. Also fand ich sehr gut erzählt, eine sehr schöne Geschichte. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir das zulassen, ich glaube, es geht eigentlich jedem Menschen so. Und wir sollten das vielleicht auch ein bisschen weiter pflegen und kultivieren, weil nichts ist schlimmer, als man kommt zur Welt, man ist mit, weiß ich nicht, 30, 35 fertig und dann geht das so weiter, bis wir sterben. Ich meine, das ist doch todlangweilig. Wer möchte so leben? Also wer möchte wirklich so leben? Vielleicht gibt es Leute, die tun das, aber ich glaube nicht, dass es erstrebenswert ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich hoffe, dass es allen Menschen so geht, dass sie sich weiterentwickeln und ja, neue Interessen entwickeln, neue Ziele entwickeln, sich einfach weiterentwickeln und wachsen. Ich denke mal, das ist so ziemlich die einzige Art und Weise, wie man ja durchs Leben kommt. Naja, so wie du wohnst ja im Ruhrgebiet und ich bin ja auch gebürtiger Ruhrpöttler und wohne jetzt hier im Norden, das ist genau das Gleiche. Da gibt es ja auch so Begrüßungen mit Mahlzeit, wie geht's? Ja, muss. Ne, das ist so ein Leben führen ja viele Menschen, ja. Wenn die gefragt werden, wie geht's dir? Gut. Ja, und dann kommt da nichts mehr. Und dementsprechend finde ich es total wichtig, einfach auch mal wieder zu sagen, hey Leute, wir haben alle eine Geschichte zu erzählen, wir haben alle etwas zu erzählen. Wenn wir mit wachen Augen durchs Leben gehen auch, sind, glaube ich, auch so Kleinigkeiten, die wir erleben am Tag,
viel cooler, als wenn da irgendjemand irgendwo auf irgendwelchen Bühnen steht und sagt, und ich kam freitags abgehetzt nach Hause. Ich hatte eine 60-Stunden-Woche hinter mir, stieg aus meinem Auto und ich hörte schon dieses Prasseln, drehte mich um und sah, wie mein Haus abbrannte. Meterhohe Flammen, die Hitze schlug mir schon ins Gesicht. Meine gesamten Aktien, alles, was ich jemals hatte, sind mit dem Haus abgebrannt. Drinnen war auch noch mein Kinderbett und alle Erinnerungen, alles, was mir Kraft gab und ich stand vor dem Nichts. Das aber ist, die Geschichte hat doch schon jeder von uns erlebt, oder? Ja, genau. Ja, mehr oder weniger. Ja, und es wird ja immer wieder erzählt, ne? Ich wurde erst erfolgreich, erst musste ich ins tiefe Tal, Münchhausen, ja, ich war bis zum Kopf mit meinem Pferd im Sumpf und dann habe ich mich an den Haaren selber herausgezogen. Das sind ja schöne Geschichten, die kann man ja toll erzählen. allerdings finde ich so Alltagsgeschichten etwas... wo jemand gelächelt hat, etwas Neues erfahren hat, so Kleinigkeiten, manchmal viel lehrreicher und manchmal viel, viel schöner und als so diese plakativen Hollywood-Geschichten, sage ich mal, die sind dann ja dann wirklich für den Speaker oder fürs Fernsehen, aber wenn wir uns unterhalten... Ich bin nicht sicher, Jan, tut mir leid, ich muss ganz kurz... Ja, super! Bin ich mir nicht sicher. Glaubst du nicht auch, dass das jeder von uns bislang erlebt hat? Schon mal in der... Also jetzt nicht mit dem Haus, aber Katastrophen haben wir doch alle schon mal erlebt, oder? Ja, die Katastrophen, ja, aber die werden ja immer so als dargestellt, dass man dann erst das brauchte, um wirklich nach vorne zu kommen und wachgerüttelt zu werden. Und ich glaube da einfach nicht dran. Also ich glaube, dass wir, wenn wir mit achtsamem Auge durchs Leben gehen und so Kleinigkeiten, kleine Geschichten erzählen, dass wir selber in der Wahrnehmung unseres Lebens unser Leben aufwerten. Das stimmt. Ja. Daran glaube ich einfach, weil ich sehe immer, wie Menschen so gebannt Geschichten erzählen. Wie so ein Lagerfeuer, ja. Da kommt einer ins Dorf, ist Jahrzehnte nicht aus dem Dorf gekommen und dann kommt einer und erzählt was von der großen Welt. Ne? Und gerade weil ich da mit eingestiegen bin bei Menschen, die gesagt haben: Ja, mein Leben, ich bin noch nicht so besonders. Ne? Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit müssen wir immer mehr darauf gehen und sagen, doch, du bist etwas Besonderes. Nicht in Form von Egoismus, sondern in Form von, du hast was zu geben. Du hast jedem Menschen was zu geben. Und das finde ich ganz wichtig. Egal, woher du kommst, egal, ob du arbeitslos bist oder etwas machst. Wir haben gerade festgestellt, du bist auf dem Weg. Also du bist in einem Prozess. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nenn mir nochmal die Jahre, wie lange bist du jetzt schon im Prozess deiner Persönlichkeitsentwicklung oder deiner Wegesentwicklung? Bewusst vielleicht erst seit 10 Jahren, unbewusst bestimmt schon seit 20, 25 Jahren. Ich wusste es am Anfang noch nicht, dass ich auf dem Weg bin und mir ist das erst seit vielleicht 10 oder 8 Jahren klar. Aber ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr anders haben. Also ich meine das schon ernst. Ne? Also ich will mich schon immer weiter entwickeln. Das muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Das muss nicht unbedingt der klassische Erfolg sein. Aber es geht mir das ist ein abgegriffenes Wort, Wachstum. Aber so meine ich das. Und das muss nicht immer nach außen gehen. Das kann auch nach innen gehen. Das kann auch in die Tiefe gehen. Und das kann auch für mich mittlerweile auch darin bestehen, dass man an gewissen Stellen auch nicht größer, sondern auch vielleicht sogar kleiner wird und nicht mehr zurücknimmt. Das ist für mich auch Wachstum. Also Wachstum ist nicht, ich werde immer größer, dicker, breiter in alle Richtungen, sondern mittlerweile ist es für mich persönlich auch so, man kann auch mal da oder dort einen Rückschritt machen. Hat vielleicht was mit Minimalismus zu tun, bin mir nicht ganz sicher. Ja, größer, dicker, breiter ist ein super Thema für nach Weihnachten. aber das ist halt, die Frage ist ja immer, was ist Wachstum? Und du sagst, du willst es gar nicht mehr missen. Ich meine, der Weg, den du beschreitest, macht aus einer psychologischen Sicht ja ständig Angst, weil Veränderungsprozesse immer Angst machen. Egal, wie lange man schon das gewohnt ist, dass man Veränderungsprozesse macht im Unterbewusstsein. Und du sagst, du willst diesen Weg trotzdem nicht mehr missen. Und jetzt mal die Frage, warum nicht? Ganz ehrlich, ich kann es mir anders nicht mehr vorstellen. Jetzt muss ich ein bisschen persönlicher werden. Ich bin jetzt in einem Alter mit Mitte 40. Ich gucke links, ich gucke rechts. Da sind viele Leute, die sind gesettelt, angekommen, im klassisch materiellen Sinne sehr erfolgreich. Und ich stelle fest, ich meine das gar nicht
abwertend. Ich meine das gar nicht negativ, aber das ist einfach nur mein Empfinden. So sehe ich das, dass diese Menschen anfangen, das will ich nicht überdramatisieren, aber wirklich innerlich zu sterben. Also die sind irgendwo angekommen und es geht irgendwo nicht weiter. Und ich meine das jetzt nicht unbedingt materiell, sondern eher emotional, vielleicht sogar spirituell. Und das finde ich persönlich für mich, ich meine, die können das gerne so machen, ich finde das für mich nicht erstrebenswert. Also ich möchte das für mich nicht. Sumi, hau rauhig raus. Meine Hörer sind einiges gewohnt. Ich meine auch niemand persönlich und keinen, der uns hier zuhört. Nein, es ist alles, nein, das ist ja auch alles in Ordnung, denn meine Hörer sind wirklich einiges gewohnt, weil ich würde es einfach zusammenfassen, in dem Moment Stillstand bedeutet in der Natur den Tod. Ja, und das ist halt etwas zu sagen, okay, ich habe irgendwann ein Level erreicht oder jemand hat ein Level erreicht und merkt gar nicht mehr, wenn man so einen Baum nimmt, dass unten die Wurzeln verfaulen, so langsam. Ne? Mhm. Und die Geschichten hörst du immer wieder, tatsächlich im Leben, obwohl wir in diesem Land an sich alle, ich sage das grundsätzlich, also das ist so eine meiner Aussagen, wir sind ja völlig durchgecoacht. Wir sind, also wie viele Bücher, Sendungen, was auch immer, wir sind ja alle durch, wir wissen das alle. Und trotzdem schleicht sich das immer ein. Und ich glaube, der Weg, auf dem du bist, wenn du das so annimmst und akzeptierst und sagst, ich bin in einem Veränderungsprozess, verhindert das einfach, dass so eine gewisse Fäule sich da ansetzt in den Wurzeln. Ja, ich hoffe das. Ich kann das von hier drin aus nicht beurteilen, aber das ist so mein Empfinden. Wie gesagt, ich bin da Coaching-Therapie-mäßig überhaupt nicht professionell unterwegs. Ich bin interessierter Laie, ich finde das alles spannend, aber das ist das, was ich halt empfinde. So wie du schon sagtest, Stillstand ist tot. Und das finde ich dann doch etwas zu langweilig, wenn man gerade noch Mitte 40 ist. Also das ist mir auch ein Ja, super Alter, ja, also. okay, ja, du beschäftigst dich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung. Hobbymäßig. Also ich finde es spannend, ich finde es interessant und ich ziehe natürlich für mich selber daraus auch Vorteile und ich sauge so ganz gern das Wissen. Ich finde es interessant, was mit Menschen, Charakteren, Persönlichkeiten, was da so passiert, auch in mir passiert, aber auch in anderen Menschen. Ich kann mich besser verstehen, ich kann andere Menschen besser verstehen, ich kann besser mit mir umgehen, besser mit anderen Menschen umgehen. Leben wird leichter, ist aber auch total spannend zu sehen. Es gibt natürlich unterschiedliche Menschen, Persönlichkeitstypen und was ist denn da so alles unterwegs? Also finde ich, wird mir nie langweilig dabei. Ja, es ist wie es Kochen, ne? Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meister deine Zukunft durch Persönlichkeit. Du bist Experte, Berater, Coach, Dienstleister oder Angestellter und überzeugt, dass dein Leben noch mehr zu bieten hat. Dann bist du genau richtig für unser Deep Thought Mentoring. Denn Erfolg kommt von Vernetzen. Profitiere vom Expertenwissen der Gruppe. Arbeite am statt im Leben. Komm mit Gleichgesinnten schneller ans Ziel. Stärke deine Stärken zum Erfolg. Und profitiere zusätzlich vom individuellen Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online. Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Bisschen? Also du machst ja auch nicht immer das gleiche Gericht, oder? Du nimmst ja auch immer unterschiedliche Zutaten. Ne? Geht so. Also es mag vielleicht so aussehen, aber jetzt sind wir bei einer anderen Lebensweisheit. Übung macht den Meister. Also je häufiger ich ein Gericht koche, desto, es ist natürlich jedes Mal anders, aber es wird in der Regel mit jedem Kochen immer besser. Ist einfach so. Ja. Stimmt. Trotzdem, wenn ich so deinem Blog oder dich bei Instagram verfolge, was ich ja tue, ich folge dir ja, sehe ich ja, dass du nicht immer nur das gleiche Gericht machst. Nein, echt nicht? Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Warte, ich guck mal eben schnell. Nein, aber ist es... Ja gut, das wäre ein sehr, sehr langweiliger Feed, wenn ich immer nur dasselbe Gericht oder das gleiche fotografieren würde, hast du natürlich recht. Aber das ist eigentlich ein relativ überschaubares Repertoire. Ich wiederhole halt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Weil ich dann auch dadurch besser werde, wachse dadurch tatsächlich. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Bitte? Dein Lieblingsgericht. Oh, ich glaube, das kann ich nicht auf ein Gericht. Jan, das ist. Sommi, wenn du müsstest, Woche, eins kommt. Nee, Jan, jede Woche ein anderes. Tut mir leid. Ich kann dir eins sagen, ist vielleicht nicht das Lieblingsgericht, aber eins, das ich immer sehr, sehr toll finde. Ich mag
geschmorte Fleischgerichte. Sowas wie Ossobuco finde ich super, finde ich ganz, ganz toll. Es gibt auch so ein paar koreanisch-asiatische Schmorgerichte, gar nicht so ein hochwertiges Stück Fleisch, aber das dann irgendwie 10 Stunden lang am Stück gekocht wird und dann ganz, ganz zart sowieso wird, aber auch ganz aromatisch. Sowas finde ich total super. Also ich muss auch kein Steak haben. Wenn ich sowas habe, dann ist ja der Himmel auf Erden. Aber wie gesagt, also meine Lieblingsgerichte, jede Woche ein anderes. Jede Woche ein anderes Lieblingsgericht. Das heißt, du kannst dich jede Woche neu verlieben? Ja, in Essen. Nein, verlieben vielleicht nicht. Es ist so, ich habe jede Woche eine andere Vorliebe. Das ist auch schön. War das immer schon so oder ist das auf deinem Weg des sich dran gewöhnens an Veränderungsprozesse gekommen? Dass du auch immer also wechseln konntest? Ich habe schon verstanden. Nee, ich glaube, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es auf dieser Welt sehr, sehr viele sehr schöne Gerichte gibt und ich mich einfach nicht festlegen kann und will. Und jede Woche möchte ich gerne was anderes essen. Und wenn ich das irgendwie eine Woche lang gegessen habe, dann muss das nächste schon wieder her. Okay. Ja, aber das ist ja eine schöne Metapher fürs Leben, ne? Also, ja, wir können ja jetzt mal, ne, ich kann immer an der gleichen Stelle Urlaub machen und das gleiche Restaurant nehmen und das gleiche dort essen. Das geht ja auch. Das machen ja ganz viele. Und für dich ist die Welt, was das angeht, spannender, wenn du andere Farben mal siehst und andere Geschmäcker mal hast. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja wird fast ein Coaching schon jetzt hier. Ja, aber fragst du, warum? Ja, du bist ja ein bunter Vogel. Ja, du bist ein bunter Vogel. Das ist halt das Schöne. Und das wahnsinnig Tolle finde ich, dass du so viel ausprobierst. Gehört Scheitern für dich zum Leben? Sehr gut und einfach ausgedrückt. Vielleicht darf ich das noch ein bisschen ausschmücken und eine Geschichte drumherum. Nicht keine Einzelgeschichte, aber das so ein bisschen noch weiter auskleiden. Früher hat mich das mal total fertig gemacht, wenn ich was ausprobiert habe und es hat, egal in welchem Stadium, nicht funktioniert und ich bin gescheitert. Ganz, ganz schrecklich. Kennen wir alle. Ne? Das Mensch, ärgere dich nicht als Dreijähriger, verlieren und die ganze Welt bricht zusammen. So, das war natürlich auch bei mir so, sehr, 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 sehr lange. Ist natürlich immer noch so, also wenn irgendwas nicht funktioniert, finde ich halt nicht toll. Ne? Also ärgert mich und bin ich traurig und alle schlechten negativen Gefühle. So, ich habe aber mittlerweile gelernt, das ist aber noch nicht so lange her, mit 1, 2, 3 Jahren. Ich probiere etwas aus, was Neues vielleicht sogar, was Ungewohntes, was ich noch nicht so gut kenne, schon gar nicht kann. So. Und gerade wenn es was Neues ist, ist es tatsächlich so, dass ich zu 90%, das weiß ich jetzt aber schon vorher, dass es nicht funktioniert. So, das ist schon mal gut, dass ich das vorher weiß, dass wenn ich etwas ausprobiere, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich scheitere, als dass ich erfolgreich bin. So. Das nimmt aber total viel Druck von mir und total viel Stress, weil ich weiß, wenn ich diese Sache noch ein 2., 3., 4., 5. Mal ausprobiere, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich scheitere. Ich weiß jetzt nicht, ob man das überschreiben kann mit Scheitern gehört zum Leben, aber ich habe festgestellt, dass wenn ich was Neues ausprobiere, es eher scheitert, als dass es funktioniert. Und seitdem ich das aber so bewusst weiß, geht es mir viel besser, weil ich weiß von vornherein, okay, ich mache das jetzt. Wahrscheinlich wird es total schlecht, aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja noch 8 oder 10 oder 200 Versuche. Und so hangel ich mich dann da durch und irgendwann klappt das dann. Manchmal dauert es sehr, sehr lange, aber ist dann so. Ist jetzt auch nicht mehr so schlimm wie vor 5 Jahren. Da war das viel schlimmer für mich. Also, wenn du weißt, du hast mehrere Versuche, ist für dich Scheitern gar nicht so schlimm. Nee, weil ich ja eigentlich von vornherein weiß, wenn ich etwas mache, was ich vorher noch nie gemacht habe, werde ich zu 90, zu 80, zu 70% natürlich scheitern, weil ich habe es ja vorher nie gemacht. Also es geht ja gar nicht anders. Wann bist du das letzte Mal gescheitert? Jeden Tag. Jeden Tag. Also heute bist du gescheitert. Bestimmt. Ja, also täglich. Also ich zähle das auch schon gar nicht mehr. Ne, das ist, ich versuche halt irgendwie. Gestern ist mir was Doofes passiert. Genau, da habe ich tatsächlich wegen Foodblog und so weiter und so fort einen Post auf Facebook abgesetzt. Genau.
Und der lief auch total gut. Und dann wollte ich an dem Post was verändern, also etwas verbessern. Und da muss ich irgendeinen Fehler gemacht haben. Auf jeden Fall waren alle Bilder plötzlich gelöscht. Nein. Ja, okay. Zwar im ersten Moment ganz, ganz schrecklich, aber ich habe das dann wieder korrigiert. Und genau, gestern ist mir das letzte Mal ein ja, nicht so schlimmer Fehler, auch einer, den man ausbügeln kann. Aber natürlich war das nicht schön zu sehen, oh, du hast da was falsch gemacht, da ist jetzt das Resultat nicht so, wie du es möchtest. Aber das Gute ist ja, und ich glaube, das ist wie für die meisten Dinge im Leben, man hat in der Regel noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften, hundertsten Versuch. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wie meinst du das denn jetzt? Ja, Mit wenn nicht, ist auch nicht schlimm. ja gut, ich meine, wir haben ja alle alles, was wir brauchen, in der Regel. Ich frage nur nach, wir leben hier in Deutschland. Hier ist Scheit gehört Scheitern, ist nicht Teil unserer Kultur, also der positiven Kultur. Nein. Deswegen. Das kann durchaus sein, aber ich weiß auch, was du meinst. Und also ich sage auch nicht, dass ich Scheitern schön finde, so meine ich das nicht. Nur ich finde es heute nicht mehr so schlimm wie vor 5 Jahren. Da war das ganz schrecklich für mich. Ich habe was gemacht, gescheitert, ich war nervig, ich war am Boden. Also ich finde es jetzt immer noch schlimm, aber ich weiß, okay, dann machst du es eben halt nochmal. Und auch wenn man Zeit verloren hat und vielleicht auch mal sein Gesicht verloren hat, wenn man Geld verloren hat, ja, ist schlimm, aber so schlimm auch wieder nicht. Weil zumindest ich in meinem Leben, du sicherlich auch, unterstelle ich dir, wir haben ja eigentlich alle alles. Eigentlich auch alle Zeit der Welt. Haben wir alle Zeit der Welt? Also die Zeit, die uns zugestanden wird. Ja, du sprichst ja total viele Sachen an, die die Menschen ja bewegen. Also ne, Geduld zum Beispiel. Ne? Ne, als Gott mir die, ne, Geduld verteilt hat, war ich schon aus der Schlange rausgetreten und bin losgemarschiert. Oder das sind ja Themen, die wir hier gerade auch in unserer westlichen Kultur haben, in Form von Scheitern, in Form von geduldig sein. Und jetzt bist du jemand, der selber von sich behauptet, du bist ständig in einem Prozess der Veränderung oder des Lebensveränderung und sagst mit einem Lächeln, das sehe ich ja natürlich nur ich, ja, dass du täglich scheiterst und dass du daraus aber also nicht mutlos wirst, sondern du hast ja für dich rausgefunden, hey, wenn ich einmal scheitere, ich kann auch noch zweites, drittes, viertes, fünftes Mal scheitern, irgendwann bekomme ich es hin, weil ich in einer wirklich, ja, wie soll man das sagen? Bist du gerade in einem Luxus, dass du sagst, ich kann es mir leisten zu scheitern? Und wenn ja, ist das der Luxus, weil du hier in Deutschland lebst, oder ist das ein Luxus, den du dir im Kopf erarbeitet hast? Zum Thema Luxus. Ja, auf jeden Fall habe ich mir den sicherlich im Kopf irgendwo ein Stück erarbeitet, habe ich so nicht drüber nachgedacht, aber wird schon so sein. B, wie ich gerade schon sagte, wir leben hier in Deutschland. Ich meine, selbst zu Corona-Zeiten geht es natürlich nicht allen. Es gibt auch, ich kenne auch Menschen, die stark unter der Situation leiden. Aber gut, mir persönlich geht es jetzt sehr, sehr gut. Aber ich kenne auch viele andere Menschen in meinem Umfeld, denen es trotz Corona, gerade weil wir hier auch in Deutschland sind, körperlich, materiell und auch emotional gut genug geht. Ich wollte was anderes sagen. Und zwar, es ist eher andersrum. Ich kann es mir nicht leisten, beziehungsweise möchte ich es mir nicht leisten, wegen jeder Niederlage am Boden zerstört zu sein und vollkommen die Nerven zu verlieren. Also das will ich mir nicht leisten und kann ich mir auch irgendwie nicht leisten. Ich habe keine Zeit für sowas und auch keine Nerven für sowas. Wegen jeder Niederlage auszurasten. Also das ist mir auch zu anstrengend geworden. Okay, ist jetzt zu anstrengend geworden. Ja, natürlich. Ich meine, du weißt ja nicht, wie ich früher war, wenn ich eine Niederlage kassiert habe. Das war ja immer ganz schrecklich für mich. Ich war danach tagelang nicht zu gebrauchen. Und das kann ich mir heute halt nicht mehr leisten. Also möchte ich mir nicht mehr leisten. Okay, ja, ich kenne das nur aus meinen wirklich heftigen Fußball-Fan-Zeiten. Da erzählt meine Mutter immer noch ganz gerne darüber, dass wenn Dortmund verloren hat, man mich mit mir besten 2 Tage nicht geredet hat. Ja, und das passiert bei mir nicht mehr. Also das kann ich mir nicht mehr leisten, dass ich nur wegen einer Niederlage irgendwie 2 Tage in den Seilen hänge. Also das geht nicht mehr. Also ich kann es
mir emotional nicht mehr leisten. Das ist mir auch zu anstrengend. Ja, es ist ziemlich anstrengend, ne? Also ja, am Boden liegen bleiben ist anstrengend, finde ich. Die wenigsten Menschen haben eine Fußbodenheizung, wird es kalt irgendwann, ne? Hart. Ja, okay. Wenn du einen Aufruf an die Menschen starten solltest, würde der so klingen wie, fangt endlich mal an zu scheitern? Oder was würdest du den Menschen sagen? Ich glaube, ich würde sagen, dieses Scheitern wird total überbewertet. So schlimm ist es in der Regel gar nicht. Also man denkt immer, die Welt bricht zusammen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich so sehe, wie sich der ein oder andere in meinem Umfeld wirklich aus einer Mücke einen Elefanten macht und sich total aufregt, mein Gott, das lohnt sich doch alles überhaupt nicht. Und man darf solche Sachen einfach auch nicht überbewerten. Und allein auch schon aus Gründen der seelischen Gesundheit. Weil du kannst nicht jedes Mal, wenn du bei Mensch ärger dich nicht verlierst, Nervenzusammenbruch kriegen oder einen Heulkrampf. Also das ist einfach auch nicht angemessen. Also ich glaube auch nicht, dass man dadurch glücklich wird, wenn man jedes Mal einen Wutanfall bekommt, weil man irgendwo verloren hat. Also ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht gut ist. Weder für dich noch für die anderen. Hast du durch Scheitern zu deiner inneren Ruhe gefunden? Welche innere Ruhe? Naja, ne? Es gibt ja verschiedene Definitionen von innerer Ruhe, aber du steigerst dich ja nicht mehr rein. Also du bist ja emotional dann nicht so mehr angefressen wie damals. Das bestimmt, und, ja. Und man wird ruhiger, man wird vielleicht reifer. Ja. Vielleicht. Boah, das wäre ein cooler, ne? Eine Soul Food. Durch Scheitern zur Ruhe finden. Ja, ich überlege mir noch einen Titel, ich weiß es nicht, da arbeite ich ja noch. Aber wenn du der Welt jetzt da draußen was mitteilen möchtest, wo du sagst, das Licht ist total wichtig für mich. Was würdest du jetzt sagen? Was würdest du den Menschen sagen? Also für mich persönlich, ich will hier ungern jemanden missionieren oder therapieren, aber für mich persönlich ist es schon wichtig, dass ich nach meinen Werten, Vorstellungen, Idealen, Prinzipien, dass ich danach leben kann. Also kein Leben von der Stange, nichts gegen Leben von der Stange oder Mode von der Stange, aber mir persönlich geht es am besten, wenn ich meine Persönlichkeit entfalten darf. Natürlich unter der Bedingung, dass man niemand anders schadet. Also davon gehe ich jetzt aber einfach mal aus. Aber da geht es mir eigentlich, mir persönlich am besten. Und ich glaube, dann kann ich auch am ehesten scheitern. Das ist dann nicht so schlimm. Okay. Wir sind ja noch ziemlich am Anfang des Jahres. Wenn ich so mal mir überlege, so zum Ende des Jahres, gibt es etwas, was du vielleicht mit deinem Blog, mit deinem Soulfood-Blog erreichen möchtest? Gibt es etwas, was du privat erreichen möchtest bis zum Ende des Jahres? Hast du da ein Ziel oder sagst du, nee, mein Leben ist eher der Weg? Natürlich habe ich auch Ziele. Es wäre schön, ich arbeite da auch dran, wenn ich mich mehr auf den Weg, auf den Prozess konzentrieren könnte. Also es klingt alles sehr, sehr spannend und verlockend. Finde ich toll, wenn das Leute können. Ich kann es noch nicht, aber ich arbeite dran. Das ist vielleicht mein Ziel, ne? Mehr den Weg zu genießen und sich nicht zu sehr auf das Ziel zu fokussieren. Und also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, ich habe schon einiges für meinen Blog getan und auch einiges dran gearbeitet. Ich möchte aber in den nächsten 12 Monaten noch ein bisschen mehr dran arbeiten und noch ein bisschen mehr Zeit und Ressourcen und Energien und Mittel investieren und das Ganze noch ein bisschen runder machen und so viel investieren, wie ich kann, sagen wir es mal so. Ich bin total gespannt. Ich folge dir, ja. Ich werde diesen Weg definitiv mitbegleiten. Ich bin gespannt, welche Entwicklung dein Blog da mit sich bringt. Ja, ist doch erstmal ein schönes Ziel. Ja, du redest ja mit dem Coach, wir sagen ja immer, es muss ja irgendwie, ne, du musst ein Datum reinschreiben und sowas alles. Aber du bist halt ein Mensch, der dessen Geschichte, wie ich das eben so schön gesagt habe, so weit verzweigt ist,
dass du bist eine einzige Entwicklung. Das finde ich ja total spannend, ne? Und ja, das heißt also, man kann auch ein glückliches und zufriedenes Leben führen, ohne dass man sich große Ziele steckt. Das weiß ich nicht, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weiß nicht. Du bist ja jetzt ja nicht in den Podcast gegangen, hast gesagt, ich habe die Vision, die Welt zu verändern. Na? Nö, eigentlich nicht, aber vielleicht ist ja, kann es ja auch wirklich ein Ziel sein, eben, habe ich ja gerade schon angesprochen, eben nicht zu sehr auf Ziel fokussiert zu sein. Deswegen, das meine eben, ne, mehr den Prozess zu genießen. Also für mich ist es, weil ich kann das noch nicht, vielleicht kann ich es nie, aber für mich ist das was Erstrebenswertes, etwas, woran ich gerne arbeiten würde. Und das ist vielleicht dann doch wieder ein Ziel. Bisschen paradox jetzt gerade, aber ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Ich weiß das schon. Ja, als du das gerade beschrieben hast, kam mir so der Gedanke zum ersten Kuss. Das ist ja ein Ziel. Ja, da ist eine Person, männlich oder weiblich oder was, ja, ne? Und mein Ziel ist es, dass meine Lippen die Lippen der Person gegenüber treffen. Das ist Ziel. Und wie viele Menschen arbeiten so hart auf den ersten Kuss hin und dann, wenn er passiert, genießen sie ihn nicht? Oder auch den Weg dahin, der ja fast noch interessanter sein kann. Der Weg dahin, total spannend. Was kann ich alles lernen auf dem Weg zum ersten Kuss? Und was kann ich genießen? Oh, so viele Bilder. Manchmal, Jan, ist dieser erste Kuss ja eine einzige Enttäuschung. Und so habe ich wenigstens den Weg bis dahin genossen. Ja, sind viele Geschichten. Ne? Kennst du das? Also, wenn ich mich mit Leuten über den ersten Kuss oder generell übers Küssen unterhalte, dass ganz viele sagen: Boah, da habe ich mal einen Kuss gehabt. Um Himmels Willen. Und Ne? übertrag das mal auf das Leben, auf das richtige Leben. Hinterher habe Ja. ich mein Ziel erreicht und das ist total schrecklich. Ja. Weiß ich ja jetzt alles noch nicht. Wie beim Kuss sind ja manchmal die Dinge auch verborgen. Ja, die dann folgen. Manchmal erreicht man ein Ziel und das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Da habe ich wenigstens den Weg bis dahin genossen. Ja. Ansonsten wäre ich total frustriert. Das sind ja viele, ne? Das sind ja viele, wir vergessen ja dann den Weg dahin. Das stimmt. Ja, ist ja ganz häufig so, dass man den Weg dann zum Kuss einfach vergisst. Was sehr schade ist. Aber das vielleicht das Beste an der ganzen Sache gewesen. Ich glaube, ja. Oh Gott, ich habe so viele Podcast-Titel gerade in meinem Kopf. Jetzt was mit Küssen. Wusstest du, dass einer meiner erfolgreichsten Podcasts tatsächlich jemals war, die Folge, wo ich mein erster Kuss? Das kann ich mir vorstellen. Da haben total Das viele Leute angehört. Kenne ich mich ja aus, Jan, so ein ganz kleines bisschen. Und wenn ich mal ganz kurz auf meinen Blog zurückkommen darf, weil es jetzt gerade so passt. Der Blog hieß nicht immer Miss Soul Food, der hieß mal Korean Girl und der war eingebettet in einen größeren Blog, an dem du auch beteiligt warst. Und da ging es eher so um kulturelle Unterschiede, Migrationserfahrungen. Da ging es eher darum, dass meine Eltern halt woanders herkommen und ich hier in Deutschland als ja, ein Mensch, ein Kind groß geworden bin, dessen Eltern anders aussehen und das selber natürlich auch anders aussieht. So, das war das Thema des ersten Blogs, des ersten, also des Vorläufers. So, und jetzt kommt's, was ich sagen wollte. Die Themen, die am besten gelaufen sind, hatten entweder was mit dem Mann-Frau-Geschlechterverhältnis zu tun, also ne, Klammer auf, der erste Kurs, Klammer zu, oder jetzt kommt's. Mit Essen natürlich. Ja, ist ja wie küssen. Ja, deswegen. Das Also, waren so die Themen, die einfach am besten gelaufen sind. ich meine, ja, es gibt Menschen, die tatsächlich überhaupt gar keinen Wert auf leckeres Essen legen. Den kannst du ein Stück Pappe hinlegen mit Salz und dann essen die. Ja, du kannst das ruhig laut sagen, aber das ist halt das ist tatsächlich genetisch verankert in ihnen. Da können die gar nichts zu. Also, Ernsthaft? ja, ist ernsthaft. Sind die krank? Nee, das ist einfach in den genetischen, bei manchen Menschen ist halt Genuss drin und bei manchen Menschen ist einfach Nahrungsaufnahme drin. Also ich arbeite ja mit einer Analyse, die die genetischen Bedürfnisse untersuchen und
Menschen, die Genuss haben, die haben eine weitere Herausforderung zum Beispiel. Die müssen auch genießen das, was sie tun. Sonst ist das nicht gut für sie. Und jemand, der Nahrungsaufnahme hat, der kann sich durchbeißen, auch durch ganz viele Sachen und ein ganzes Leben Dinge tun, die er nicht genießt, ohne dass er da, ich sag mal, seelischen Schaden nimmt. Also es hat auch Vorteile. Das sind halt aber auch die Menschen, die sagen, einmal am Tag essen reicht mir, ja, Schnitzel XXXL Ranch, Leute, mit dreifach Pommes, dann einfach reinwürgen die ganze Geschichte, dann ist gut. Und die können sich zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, 2 Stunden, 3 Stunden in der Küche zu stehen, zu schnibbeln. Und aber das ist der Weg, Jan. Das ist ja, der ja, Weg. Das ist der Weg zum, ja, zum Kochen. Ne? Das ist der Weg zum erleuchteten Kochen. Wir sind hier den ganzen Tag schon metaphorisch unterwegs. Das ist auch der Weg. Hinterher ist das Essen total scheiße, aber immerhin hatte ich eine schöne Stunde in der Küche. Ich glaube nicht, dass dann. Aber das ist... Ich glaube, dass dein Essen immer wohlschmeckend ist. Nein, das ist alles in Ordnung. Du darfst das sagen, weil der Podcast ist auf explizit gestellt. Das heißt, es ist immer, man darf Kraftausdrücke hier verwenden. Aber ja, die gibt es tatsächlich. Also es gibt Menschen, die wirst du mit Essen nicht erreichen. Die armen Menschen. Siehst du, du hast anscheinend hohen Genuss. Deswegen wirst du das nicht verstehen. Nein, die tut mir total leid. Ja, ich weiß. Ja. Ja, Kochen, boah, jetzt könnten wir philosophieren über Kochen ist ein Liebesakt und solche Geschichten. Wie das Leben. Ja, wie das Leben. Ja, das Kochen ist wie das Leben. Hast du völlig recht. Und dann sich, glaube ich, dass du mit deinem Blog, mit Soul Food, ganz viel fürs Leben beiträgst und viel Inspiration gibst und nicht nur in Form von Rezepten. Und das finde ich toll, weil du bist ein Mensch, der nach außen hin auch den Menschen zeigt, dass du immer in einem Prozess bist, dass es Veränderung gibt, dass du dich auch für Veränderungen nicht schämst, tatsächlich. Na, wer wollte dich anrufen? Telefon hat geklingelt. So, nochmal. So, also, dass du dich nicht... Yes, wer war denn das jetzt? Jetzt sind wir alle neugierig. Egal. Mann. Grüßchen, schön. Dass du mit deinem Blog über das Essen, dass du zeigst, dass der Weg wunderschön sein kann, dass Veränderungsprozesse wunderschön sein kann, dass Scheitern nicht schlimm ist. Ich finde, was das angeht, gibst du in deiner Art, ohne dass du sagst, ich stehe auf irgendwelchen Bühnen oder ich habe jetzt hier so einen riesen multimedialen Auftritt oder was auch immer, sondern zeigst du Menschen die Schönheit des Lebens. Und das ist, kommen wir wieder auf die Geschichten zutage, wo du tatsächlich das lebst, was du sagst, dass jeder von uns Geschichten zu erzählen hat, die andere inspirieren. Liebe Sumi, wir kommen so langsam zum Ende. Und dementsprechend überlasse ich dir einen Wunsch für die Zuhörer. Was wünschst du den Zuhörern und Zuhörerinnen in diesem Jahr? So. Was wünschst du ihnen für dieses Jahr? Ich wünsche deinen Zuhörern, dass jeder von ihnen in diesem Jahr entweder seinen Weg findet oder ein gutes Stück dabei weiterkommt, seinen Weg zu finden. Dankeschön. So, ihr Lieben, Sumi schickt mir alle Kontaktdaten, worunter sie erreicht werden möchte, beziehungsweise gefolgt werden will, weil wahrscheinlich ist der Instagram-Kanal dabei, so ein kleiner Tipp. Und wie das bei uns allen ist, ob das wir Podcaster sind oder Instagrammer oder wie auch immer, wir brauchen Follower, Leute, die uns folgen. Also, wenn dir das Interview, wenn dir Sumi gefallen hat, das, was sie so sagt, und du neugierig aufs Essen bist, dann klick bitte sofort unten in die Shownotes und folge Sumi und ja, genieße einfach das, was Sumi dir in diesem Jahr dazu bereiten wird in dem Blog, weil wir haben ja gehört, es kann sich noch was verändern. Das heißt, das Gericht kann sich auch noch mal verändern, könnten ein paar Zutaten dazukommen. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, wenn du
Summi einfach folgen tust. Kommen wir jetzt auf den Ruhrpott. Ich wollte gerade sagen, hier sagt man das. Du verstehst mich. Ja, so. Danke, Summi, dass du bei mir warst. Danke für das Gespräch. Ich habe immer noch keinen Podcast-Namen. Fällt mir was ein? Ja, jetzt war ich beim Küssen und was auch immer. Wir werden Geschichten, wenn es weiter. Ja, und danke, dass du bei mir warst. Danke für deine Zeit. Und ich freue mich, dich in nächster Zeit etwas öfter zu sehen wieder und zu hören. Und für euch da draußen, also Summi, sag ruhig schon mal Tschüss. Dann habe ich das. Ja, wollte ich eigentlich noch ganz gerne. Genau. Ja, ich dachte, okay. Man macht das, ne? Ja, alles klar. Ja, ja. Bisschen Lampe anfing, so Ding. So. Ja, lieben Dank fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. War nicht ganz so, wie ich es erwartet hatte, war viel spannender, viel interessanter, viel philosophischer und auch für mich didaktischer. Muss ich ganz ehrlich sagen, Mini-Coaching-Stunde sozusagen, auch für mich. Danke dir und ich hoffe, wir hören uns, lesen uns, sehen uns wieder. Und ich sag für heute, Magic Your Life, bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.